Wer 100 Jahre lang jeden Tag Haferflocken isst, der wird mindestens 100 Jahre alt. Deshalb zeige ich euch gleich drei fruchtige Baked Oats. Zieht es euch rein, es ist echt geil geworden. Baked Oats sind sozusagen Kuchen gebacken aus Hafermehl. Keine Sorge, dafür muss ich mir jetzt aber nicht irgendwo ein teures Hafermehl kaufen, sondern dieses Mehl lässt sich ganz einfach im Mixer aus großen Haferflocken selber herstellen. Einfach so lange mixen, bis sie richtig schön fein wie ein Pulver sind und schon kann es losgehen. Für meine ersten Baked Oats gebe ich in meinen Messbecher 100 Gramm Hafermehl, beziehungsweise eigentlich eher daneben, außerdem 1-2 Teelöffel Backpulver, eine Prise Meersalz und einen Teelöffel Matschepulver, bevor ich das Ganze mit dem kleinsten Schneebesen der Welt umrühre. Sobald die trockenen Zutaten gut vermischt sind, gieße ich noch 110 ml Pflanzenmilch und 1-2 Teelöffel Agavendicksaft dazu, bevor ich wieder so lange umrühre, bis das Ganze eine cremige Konsistenz hat. In eine backfeste Schüssel oder eine Auflaufform gebe ich nun einen Tropfen geschmacksneutrales Pflanzenöl und schmiere die Schüssel damit ein, sodass sie glänzt wie ein Bodybuilder auf Mallorca. Mit meinem Teigschaber bewaffnet kippe ich nun den ganzen Inhalt meines Messbechers in diese Schüssel. Danach drücke ich direkt ein paar Himbeeren in die Creme, sodass sie zur Hälfte in diesem grünen Meer versinken. Nun kommt das Ganze für etwa 20 Minuten in den auf 200 Grad Celsius vorgeheizten Ofen und kommt danach so wieder raus. Jetzt streue ich noch ein paar gehobelte Mandeln über diese warmen Haferflocken und spritze noch etwas Agavendicksaft darüber. Und jetzt seht euch das an. Diese Farben. Aber wie schmeckt dieser Haferkuchen? Lasst es mich gleich probieren. Erstmal etwas mit dem Löffel herauslösen und dann rein damit. Puh, diese Himbeerenfetzen. Der leicht bittere Matcha-Geschmack kämpft hier mit der Süße der Agaven und der Beeren. Untermalt wird das Ganze von den knackigen Mandeln, die für mich diesen Haferkuchen abrunden. Kurz gesagt, diese Baked Oats mit Matcha und Himbeeren sind nicht nur grün, sondern auch einfach genial. Mindestens genauso genial sind aber auch diese Baked Oats mit Heidelbeeren und Limettenfrosting. Dazu gebe ich diesmal in meinen Messbecher 100 Gramm Hafermehl, eine Prise Meersalz, in etwa einen Teelöffel Zimt sowie 1-2 Teelöffel Agavendicksaft und 110 ml Pflanzenmilch, bevor ich das Ganze mit dem kleinsten Schneebesen der Welt in eine Creme verwandle. Hex, Hex! Danach lasse ich eine Handvoll Heidelbeeren hineinplumpsen, die ich mit meinem Teigschaber unter den Teig hebe. In meine Schüssel gebe ich wieder nun einen Tropfen Pflanzenöl, das ich mit meiner Hand bis an den Rand der Schüssel schmiere. Mit meinem Teigschaber schiebe ich nun wieder den ganzen Teig in die Schüssel, bevor ich den Haferkuchen wieder in den auf 200 Grad vorgeheizten Ofen für etwa 20 Minuten schiebe. Erst jetzt bemerke ich, dass ich das Backpulver vergessen habe und hole das Teil wieder raus, bevor ich den gehäuften Teelöffel Backpulver hineinschmeiße, dann mit dem kleinsten Schneebesen verrühre und das Teil wieder in den Ofen schiebe. Wie ihr seht, kann eigentlich kaum was schief gehen. Inzwischen kann ich mich jedenfalls um das Frosting kümmern. Dazu klatsche ich 2 Esslöffel Frischkäse in eine kleine Schüssel und gebe etwa einen Teelöffel Agavendicksaft dazu, bevor ich mit der kleinsten Reibe der Welt etwas Limettenschale dazu reibe und danach auf die Reibe klopfe. Außerdem gebe ich noch den Saft einer Hälfte dazu, was nicht nur ausschlaggebend für den Geschmack, sondern auch für die Konsistenz des Frostings ist. Denn mit dem kleinsten Schneebesen der Welt mixe ich jetzt alles zu einer Creme, bevor ich das Frosting für 5 bis 10 Minuten in den Kühlschrank stelle. Inzwischen hole ich die Baked Oats aus dem Rohr und lasse sie noch etwas auskühlen. Sobald ich die Schüssel aber mit meinen Händen angreifen kann, ohne in Flammen aufzugehen, kann ich auch schon mein kühles Frosting darauf platzieren. Ich verteile die Creme bis 1 cm an den Rand der Schüssel und setze dann noch gezielt 3 Heidelbeeren sowie Zitronenmelisse aus meinem Garten auf das Frosting. Und jetzt seht euch das an. Zeit es zu probieren. Boah, das ist geil. Die Limette im Frosting gibt mir einen ordentlichen frischen Kick. Zudem ist dieser Haferkuchen richtig schön saftig und schmeckt sommerlich durch die köstlichen Heidelbeeren. Diese Baked Oats mit Heidelbeeren und Limettenfrosting sind nicht nur cremig, sondern auch einfach genial. Für die letzte Kreation brauche ich erstmal eine Menge Kirschen. Na heut das, diese schneide ich in die Hälfte und entkerne sie dabei gleich. Außerdem brauche ich etwa 40 Gramm Zartbitterkuvertüre, die ich erstmal halbiere. Die eine Hälfte schneide ich nun in 3 kleinere Stücke und die andere Hälfte halbiere ich nochmal, bevor ich sie in 1 Quadratzentimeter große Würfel schneide. Aber genug geschnippelt. In meinem Messbecher gebe ich nun wieder 100 Gramm Hafermehl, eine Prise Meersalz, 2 Teelöffel Kakaopulver und diesmal, vergesse ich es nicht, 1-2 Teelöffel Backpulver, bevor ich die trockenen Zutaten mit dem kleinsten Schneebesen der Welt kurz umrühre. Dann kommen die Schokoladestückchen dazu, sowie 1-2 Teelöffel Agavendicksaft und 110 ml Pflanzenmilch meiner Wahl. Jetzt nur noch kurz umrühren und schon kann ich meine Schüssel wieder einölen. Mmh,
eingeölte Schüssel. Zeit, mit meinem Teigschaber den ganzen Inhalt aus meinem Messbecher hineinzukippen. Sobald das erledigt ist, nehme ich meine drei großen Schokostücke und drücke sie direkt übereinander gestapelt in den Teig, bevor ich sie mit meinem Teigschaber wieder zudecke und schlafen lege. Danach lege ich meine Kirschhälften mit der Innenseite nach unten auf die Oberfläche des Haferkuchens und drücke auch diese ein wenig runter. Sobald ich keinen Platz mehr habe, schiebe ich die Haferflocken in den Ofen, um sie zu verwandeln. Oats, digitiert zu Baked Oats. Sehen die nicht fantastisch aus? Zeit, das Siegel zu brechen, indem ich mit meinem Löffel in die Mitte der Baked Oats drücke. So quillt die flüssige Schokolade heraus und ich kann sie direkt genießen. Deshalb mache ich das jetzt auch. Und das, meine Freunde, ist eine Bombe. Diese Baked Oats haben nicht nur einen fruchtigen Charakter durch die vielen Kirschen, sondern auch einen unglaublich schokoladigen Kern. Die Schokolade mischt sich unter den Haferflockenmix und fügt sich so zu einem cremigen Baked Oat. Das Ganze erinnert mich schon fast ein bisschen an Mousse au Chocolat. Aber so oder so, diese Baked Oats mit Kirschen und Schokolade sind einfach genial. Natürlich kann man auch noch mehr Schokolade hineingeben, man muss dabei nicht so sparen wie ich. Wenn ihr noch mehr verrückte Baked Oats Kreationen sehen wollt, dann fragt nicht mich. Somit sage ich ciao und bis nächste Woche, ihr Kirschen. Erst jetzt bemerke ich, dass ich das Backpulver vergessen habe und hole das Teil wieder raus, bevor ich den gehäuften Teelöffel Backpulver hineinschmeiße, dann mit dem kleinsten Schneebesen verrühre und das Teil wieder in den Ofen.